Willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Life. Jo, ich habe jetzt noch mal ein bisschen Holz weitergemacht. Wir haben auch noch 30 Bretter draußen liegen. Habe auch schon mal noch mal eine Runde geschlafen. Das heißt, wir dürfen auch noch mal den kompletten Hühnerstall noch mal Futter verteilen und die Eier sammeln. Ihr seht, ich habe hier auch schon ein bisschen Zaun gebaut, habe auch hier das kleine Tor schon integriert. Also da läuft schon was. Bloß leider sind mir die Werkzeuge alle kaputt gegangen. Das heißt, wir müssen eh ins Dorf zum Reparieren. Und dann können wir auch gleich noch ein paar Eier verkaufen. Denn wir brauchen ja auch noch Flaschen. Denn wir müssen aus der Honigmeische ja Met herstellen. Das habe ich ganz vergessen. Das habe ich bloß noch in der Ding gesehen. In der Übersicht. Da sind auch noch die Hühner. Unser Schweinchen ist hier drin, das passt doch schon mal. Dann müssen wir bloß mal gucken, was hier draußen noch rumrennt. Ich hoffe, die bleiben jetzt auch da drin und kommen nicht raus. Wie es ausschaut, kommen sie hier gerade nicht raus. Müssen wir bloß gucken, ob wirklich alle da drin sind. Oder noch welche hier draußen rumschleichen. Wir werden jetzt auch gleich mal ein bisschen Hafer nehmen. Obwohl die Frage halt ist, ob der Hafer nicht zu teuer ist zum Verfüttern. Aber gut, wir werden sehen. Ihr bleibt hier drin. Ist es euch klar? So. Ach, vom Hafer kann ich gleich mehr reinwerfen. Die Frage ist, ob das dann so lange hält oder nicht. Müssen wir mal schauen. Aber du kriegst von mir keinen Hafer, das sage ich dir. Du kriegst maximal Äpfel. Gut, das müssen wir mal beobachten, ob sich das rentiert mit dem Hafer oder nicht. Oder ob es das jetzt wirklich eigentlich ein Minusgeschäft ist, was ich hier gerade betreibe. So, wir haben hier. Ah, und ich habe auch noch zwei Wasserflaschen. Da kriegen wir auch schon mal zwei leere davon. Das ist auch schon mal gut. Habe ich hierzu vielleicht noch Wasser drin? Ich weiß, ich habe es jetzt sinnloserweise getrunken, aber wir brauchen ja die Flaschen. Aber nein, sieht nicht so aus. Das Angeln lasse ich jetzt auch erstmal sein. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine, Minimum eine Flasche, eher mehr. Wir haben noch das Brot. Ach komm, was, das Brot, das tun wir bei uns mit rein. Vielleicht brauchen wir es ja noch für irgendwas. Wir könnten allerdings auch mal ein paar Zwiebeln verkaufen. So 30 Stück aktuell. Erbsen lassen wir da. Kohl. Komm, vom Kohl können wir erstmal 10 verkaufen. Tabak lassen wir mal da. Den Rest verkaufen wir eigentlich dann erst, wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Müssen wir uns mal hier hinten noch gucken an unser Gemüsebeet. 14 Stunden, 14 Stunden. Tabak auch, oder ja? Und die brauchen noch 35 Stunden. Ich hoffe, das kriegen wir natürlich noch geerntet. Wir haben auch noch Futter unten zum Verkaufen. Das lassen wir mal noch hier. Wie ist eigentlich das hier geworden? Ist es noch nachgewachsen oder angewachsen? Ja, wird aber wahrscheinlich nicht mehr reif werden. Und wir nehmen natürlich die schnelle Reise. Weil ich glaube, ihr wollt mich nicht immer sehen, wenn ich da hoch und runter tingle. So. Hallöchen. Ich habe da heute mal ein bisschen was zu verkaufen. Also der Kohl war jetzt nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Oh, die Zwiebeln auch nicht gerade unbedingt. Hatte ich gut, okay. Das ist gut. Ich darf bloß den Hafer nicht verkaufen, den braucht man nämlich noch. Und die Eier, die haben wir, glaube ich, immer hier drin verkauft. Hätte sein können, dass der uns wieder auf den Keks gehen möchte, unser Kollege hier. Und die Eiers verkaufen wir hier. Bringt nämlich auch nochmal gutes Geld.
Und wir werden hier definitiv schon mal 5 Flaschen kaufen. Ah, ich Idiot, hab Bierflaschen gekauft. Ah, ich wollte doch die Flaschen kaufen. Machen wir so. Gutes Bier schadet jetzt nicht. Das können wir ja irgendwie zur Not mal verschenken oder so. Und du musst mir jetzt mal das hier reparieren. Du musst mir das Ding reparieren. Du kannst mir auch gleich die Axt reparieren. Jetzt gucke ich aber gleich nochmal alles durch. Nicht, dass ich wieder irgendwas falsch mache. Okay, sieht gut aus. Dann können wir hier mal das Zeug hier schnappen. Und können das auch mal weiterverkaufen. Möchtest du zufällig ein Bier? Nicht? Schade. Hätte ich dir nämlich heute echt günstig weitergegeben. Und hier kriegst du noch mal ein bisschen Futter. Und wir werden uns definitiv jetzt hier noch die Kuh holen. Ist die Kuh? Kommst du mit? Brav. Bleibst du hier stehen? Ich will es hoffen. Dem kann ich auch kein Bier anbieten. Okay, komm mit. Dann werden wir jetzt als erstes mit meiner Kuh nach Hause gehen. Ich hoffe, das funktioniert. Jo, das funktioniert wirklich. Na, komm mal mit. Komm rein, Bärdachen. So. Dann kannst du dir hier schon mal was zum Fressen organisieren, meine liebe Kuh. Und dann werden wir jetzt noch mal kurz zu Annas Hof gehen. Oder wo? Warte mal, wo hatten wir denn die Haferlieferung? Wo mussten wir das denn abgeben? Das ist jetzt wieder eine ganz gute Frage, gell? Sehe ich das hier zufälligerweise? Moin. Ah, moin, 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 mein Mann. Also mein Mann ist tot, Anna. Ja, doch, das ist die da oben. Das ist bei Annas Hof. Also müssen wir hier hoch. Dann geben wir jetzt hier erstmal die Haferlieferung ab. Ich bin ja gespannt, was wir bei ihr kriegen. War da nicht gerade ein Huhn oder so? Keine Ahnung. Du bist es, oder? Thekla, ja, genau, du bist es. Ich habe etwas für dich. Lieferung Hafer, was habe ich jetzt dafür gekriegt gerade? Gibt es eine Belohnung? 150 und Sonnenblumen, okay. Ich könnte bei dir allerdings mal ein paar Samen gebrauchen, vielleicht. Ja, vor allem, was will ich mit diesen Sonnenblumen, Mann? Wenn sie blühen, sind sie so schön, dass sie im zweiten Bild zu sehen sind. Und wenn sie nicht blühen, da ist es besser, sich etwas anderes anzuschauen, okay? Naja, gut. Aber, naja. Die Samen sind die jetzt hier am günstigsten oder nicht? Wir könnten. Wir machen es mal so. Warte mal. Wir nehmen jetzt erstmal 5 mal hiervon. Ich kaufe 5 mal Kohl noch. Weizen und Hafer haben wir eigentlich. Zwiebelsamen können wir auch nochmal 5 kaufen. Erbsen. Die bringen hoffentlich mehr Geld. Dann nehmen wir 10 mit. Und vom Tabak nehmen wir auch mal 10 mit. Und Kartoffeln haben wir eigentlich ein paar, oder? Hafer. Doch, Hafer liegt. Ah. Den Hafer, was wir jetzt haben, den werden wir auf jeden Fall zum Aussehen nehmen. Weizen sollten wir noch haben. Also müsste ich mir jetzt da eigentlich keinen Stress machen. Dann haben wir jetzt bei ihr erstmal alles organisiert. Dann müssen wir zurück. Wir brauchen die Flaschen. Also die Flaschen haben wir ja gekauft. Dann können wir den Met machen. 2 Kühe sind ein großer Aufwand. Also ist vielleicht eine genug. Milch, achso, ja.
Das werden wir wahrscheinlich am nächsten Tag erst holen, die Milch. Met müssen wir natürlich machen und den Fisch müssen wir noch machen. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder nach Hause. Wenn ich jetzt nicht irgendwas übersehen habe. Weil das ist jetzt eigentlich quasi so der Tag des Auftrags. Oh, du kommst ja gar nicht ans Fressen, gell? Kann das sein? Was kann ich denn hier machen? Melken. Ah, du brauchst Essen, der in Eimer. Okay. Und ich sollte vielleicht hinten mal die Türe aufmachen. Das Mr. Moo. Ne, warte mal, Mr. Moo. Warte mal, Mr. Moo, komm mal mit. Halt, du kommst mit. Jetzt muss ich dich nämlich auch mal kurz in das kleine Gehege mit reinpacken, Mr. Moo. Weil da ist ja deine Futterraufe drin. Hast jetzt keinen Bock drauf, oder? Habe ich mir schon gedacht. Komm mit, dann geht's übers große Tor. Mitkommen. Da. Kannst zum Fressen gehen. Solltest du ja nicht hinkommen. Dann können die hier gerade erstmal alle rumlaufen. Die Samen werden wir dann gleich mal wegräumen. Weil die werden wir dieses Jahr nicht mehr brauchen. Aber dann wird nächstes Jahr kräftig angesät. Und dieses Sonnenblumengedöns haben wir ja auch noch jede Menge eigentlich da. Die müssen wir vielleicht doch auch mal pflanzen. Das Bier nehmen wir mal mit. Haben wir hier irgendwelche Schnapsflaschen gerade zufällig da? Nee, haben wir nicht. Und dann müssen wir Met aufsetzen. Aber erstmal das durchlaufen lassen, was gerade hier gekocht wird. So, dann lassen wir das gleich mal durchlaufen hier. Jo, da muss nämlich jetzt noch mal einer durch. Aber wir werden jetzt gleich mal den Eimer holen, den habe ich doch hier drin. Dann füllen wir nämlich auch wieder Wasser nach. Dann kann nämlich unsere Distillerie schön loslaufen. Davon möchte ich vielleicht auch noch eine zweite haben irgendwann. Hier machen wir voll. Das sollte erstmal reichen. Jetzt müssen wir mal zu Mr. Moo. Und mal gucken, ob ich dich jetzt zufälligerweise auch melken kann. Ey, bleibst du mal stehen jetzt? Da stehen bleiben. Willst du denn hin? Aha. Und jetzt? Die Kuh hat keinen Bock mehr. Habe ich jetzt Milch? Nee, hab ich nicht. Die Kuh ist nämlich weggelaufen. Mr. Mo, wo bist du hin? Was habe ich falsch gemacht, Mühchen? Ah, ich hätte die Maustaste vielleicht abwechselnd drücken sollen. Aha! Und wir haben zweimal Milch bekommen. Ah ja, und dann kann ich dich aber erst morgen wieder melken, oder? Ja.
Du musst die Nacht im Stall verbringen. Okay. Perfekto. Dann haben wir ja das auch schon mal hingekriegt. Dann bin ich mal gespannt, wenn sie über Nacht da drin ist, ob sie dann noch mehr Milch bringt. Aber dann können wir ja in der Zwischenzeit hier eigentlich nochmal Wasser nachholen. Und hier nochmal nachfüllen. Den Rest packen wir mal drin nach, weil der Ofen muss ja auch noch Wasser kriegen. So, wir müssen nämlich so langsam mal alles wieder nachfüllen, was wir eigentlich so leer gemacht haben. Warte mal, stimmt, da ist ja auch noch die Maische. Gib mir die mal bitte. Dann sind wir nämlich wieder vorbereitet auf den Winter, würde ich sagen. Nee, halt, Holz brauchen wir noch. Aber da könnten wir mal unsere Stickies aufbrauchen, die da sind. Können wir mit denen mal alles voll machen. Ich glaube, hier gehen auch nur 20 oder 25 rein. Vorräte auffüllen muss natürlich auch sein. Oh, hier gehen bloß 16 rein. Okay. Dann machen wir den Eimer hier erstmal hin. Dann holen wir mal die Stickies und das Futter hier. Warte mal. Machen wir jetzt erstmal nach drin. Mr. Mo, aus dem Weg. Weiß gar nicht, warum ich denn jetzt die ganze Zeit Mr. Mo nenne. Aber ich finde es irgendwie lustig. So, die Asche können wir dann auch noch zum Düngen hernehmen. Wir müssen halt dann mal in den Sack reinpacken. In den Sack. In. Halt, wir können ja eigentlich hier erstmal füllen. So, da haben wir jetzt erstmal 82 drin. Dann sind die Sticks hier mal verräumt. Dann haben wir die hier noch. Rest ist Deko, ja. Und wir haben ja da draußen auch noch jede Menge Geäst rumfliegen. So, bitteschön. Dann können wir uns gleich mal den hier noch schnappen. Und wir werden dann gleich mal schnell den Zaun hier fertig machen, das Stück. Gut, perfekt. Wir werden allerdings jetzt auf dieser Seite hier hinten, werden wir mit dem Zaun weitermachen. Wir werden aber hier auch nochmal ein Tor reinsetzen. Wenn ich jetzt genug Bretter dabei habe, 6 Stück und ich brauche noch Schrott. Hey, ich hänge an der Leiter fest. So. Da hoffe ich aber, dass wir ein großes Tor hinkriegen. Ich hoffe wenigstens, dass ich es anzeichnen kann. Was brauche ich denn für das Ding jetzt wieder? Da brauche ich 10 zum Anzeichnen. Und ich habe 6. Na super. Aber, nee, doch. Möchte ich eigentlich schon so haben, dass hier das Tor ist. Dann schmeißen wir die Bretter jetzt erstmal dahin, komm. Ist ja egal. Den schmeißen wir auch mal dahin. Dann ist das nämlich alles da, wo es hingehört. Wir haben jetzt hier draußen mal schnell noch Brettchen. Ah, da ist ja noch was zum Schneiden gewesen.
Gut, die Äste können wir ja auch gleich noch einsammeln hier. Und ein Baum liegt noch draußen. So. Da liegen auch noch ein paar Äste rum. Ich hoffe, das war es jetzt gleich mal hier drin. Den haben wir noch. Den da noch. Okay. So, dann können wir den ganzen Spaß hier auch noch mitnehmen. Ja, die erwischt noch mal nicht mal so schlecht. Aber okay, geht trotzdem. Dann müssen wir uns noch die Schaufel holen für die Baumstümpfe. Da ist noch einer. Der Rest, ah, da ist auch noch was. Da sind noch ein paar. Okay, das müsste jetzt erstmal so reichen. Und dann müssen wir hier erstmal das Zeug hier entasten. Da liegen sogar noch zwei. Ich habe zwei Bäume umgehauen. Wusste ich gar nicht mehr. Erstmal schön entlasten, passt. Dann sollten wir eigentlich erstmal wieder genug Bretter haben. Und hier genug Äste, um unser Zeug zu füttern. Aber die können wir danach auch noch sammeln. So, dann sägen wir jetzt erstmal das Zeug zurecht. Aber so langsam wird es wirklich. Also ich glaube im nächsten Jahr rollt der Rubel, so wollte ich sagen. So, wie viel kommt da jetzt da raus? Oh, aus dem kommen wieder jede Menge Bretter raus. Werde ich mich wahrscheinlich gleich nicht mehr bewegen können. Aber das machen wir jetzt noch schnell fertig. So, und dann schmeißen wir die Bretter einfach hier drüber. Sollte ja eigentlich klappen. Zack. Alles drüben. Perfekt. Dann können wir nämlich hier noch ein paar Äste sammeln. Dann sollten wir aber auch die Folge beenden, weil die ist ja auch schon wieder ziemlich lange, wenn ich das so im Gefühl habe. Weil ich wollte eigentlich immer 20 Minuten Folgen machen, aber bis jetzt habe ich es ja irgendwie nie geschafft. Eigentlich immer länger. Aber ich glaube, das stört euch auch nicht gerade unbedingt stören. Und man merkt dadurch halt auch, dass es einem Spaß macht, wenn man einfach nicht aufhören kann zu spielen. Jo, ich weiß, dass du durstig bist. Wenn du hier das schön zusammensammelst, kriegst du auch was zu trinken, Kasimir. Also Wasser, nichts anderes.
Wie viele Äste habe ich denn hier noch rumliegen? Das ist ja übel. Ja, ist gut. Und ich hoffe, dass sie das auch noch mal im späteren Verlauf ein bisschen anpassen. Dass er da, wenn er Durst hat, nicht gleich so schnell hintereinander rummeckert, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen abwartet. Oder besser gesagt, er sagt jetzt, dass er durstig ist und danach wird es ihm halt ein bisschen schwummrig, wenn man nicht aufpasst. Ja, wir wissen doch, dass du Durst hast, Kollege Schnürschuh. Wir werden auch gleich mal noch gucken, ob wir zufällig gerade noch mal. Oh, wir kriegen auch noch. Komm, das holen wir noch. Wir kommen wieder an Honig. Also können wir auf jeden Fall schon mal zweimal im Jahr Honig organisieren. Und das war jetzt wann? Im August. Ich glaube, wir hatten Mai und August jetzt. So, du kriegst gleich was zum Trinken. Ich muss ja eh das Feuerholz reinbringen. Dann können wir auch gleich was essen. Und dann haben wir ja eigentlich auch schon mal gut was geschafft für heute. Vor allem, wir haben eine Kuh. Hier, Leute, wir haben eine Kuh. Und die Kuh will zu uns nach Hause. Und wir haben die Hafermission gemacht. Also Hafer geliefert. Also das muss man echt mal sagen. Wow. Doch mal wieder recht produktiv. Jetzt ist eigentlich der nächste Punkt, dass wir erstmal Geld brauchen. Sagen wir mal so 5.500. Ich denke aber, das kriegen wir in der nächsten Saison ganz gut hin. Ja, was willst denn du in meinem Haus? Du hast deinen eigenen Stall. Geh weg. Mann. Und dann können wir uns das Mähwerk holen. Also ich hoffe, dass es ein Mähwerk ist. Weil wenn das nämlich... Los, warte mal, was bist denn du jetzt? Du bist der Honig, ja, stimmt. Maischiff kommt rüber, das Bier haben wir da, das lassen wir auch hier drin. Das Holz kommt hier rüber. Dann können wir nämlich Gras mähen ohne Ende und es in großen Mengen weiterverkaufen. Schmeiß rein, Brennholz ist auch genug jetzt. Dann gucken wir jetzt aber gerade noch gemeinsam, bevor ich beende, hier rüber, dass wir vielleicht den Met noch ansetzen können. Danke. Einmal Maische bitte. Und es sollte 3 Stunden brennen. Dann machen wir gleich mal weiter. Wir brauchen nämlich 3 Stück davon. Und wir werden die andere Maische hier auch gleich mal zwischenlagern. Genauso wie... Ja, die Flaschen lassen wir eigentlich mal hier, oder? Komm, das lassen wir hier. Die Gläser nehmen wir dann auch mit. Dann müssen wir mal schauen, ob wir das Zeug hier gut verkaufen können. Beziehungsweise müssen wir nachher bei der nächsten Folge mal zu Thaddäus laufen. Schauen, ob da unser Wagen ist. Das wäre nämlich auch mal sehr interessant zu wissen. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir einen Wagen hatten. In 4 Stunden können wir hier ernten. Das ist auch gut. Morgen können wir dann da drüben auch ernten. Dann haben wir quasi die letzte Ernte für dieses Jahr. Fahren wir auch noch ein. Das ist perfekt. Wie gesagt, viel geschafft und wir haben noch viel vor. Ich wünsche euch jetzt aber erstmal einen schönen Tag. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Wie immer auch, habt ihr Tipps und Tricks? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ich werde Kasimir jetzt noch was zum Essen geben. Bis dann. Ciao, ciao.